Handgemachtes, Regionales und Nachhaltiges. Zahlreiche kleinere Betriebe im Mostviertel schaffen mit ihren Produkten großen Wert. Von Juni bis Oktober werden sie im Rahmen der Mostviertelkraft vor den Vorhang geholt. Wie der Name schon andeutet, wird sich dabei alles um Handgemachtes drehen. Ja, Mostviertelkraft bedeutet, dass es Produkte und Dienstleistungen sind, die in den Mittelpunkt gestellt werden, die hier regional produziert werden, die hohe Qualität haben, wo altes Handwerk dahinter steckt und die vor allem genussvoll sind. Und die Betriebe, die bei dieser Mostviertelkraftreihe dabei sind, haben sie immer einen speziellen Tag, einen speziellen Abend ausgesucht, um ihre Produkte in Szene zu setzen. Bei insgesamt 7 verschiedenen Veranstaltungen gibt es dann interessante Einblicke in die Arbeit und in die Produktvielfalt der heimischen Produzenten. So auch in der Rosenfellner Mühle, wo man für die Gäste eine Mühlenführung geplant hat. Das Besondere ist, dass man die Möglichkeit hat, einfach wirklich handwerklich hergestellte Produkte kennenzulernen. Wie zum Beispiel eben die Biere, wie die hergestellt werden. Also es wird auch bei uns eine Verkostung geben von Kraftbier und auch von unseren Produkten, der Rosenfellner Produkte. Und das ist das Besondere, das Erlebnis, wirklich ganz regionale Produkte zum Kennenlernen. Den Start macht die Sunshine Gallery, die sich der Nachhaltigkeit und der Regionalität verschrieben hat. Am 23. Juni wird es dort neben viel Schmackhaften auch das Kunsthandwerk zu entdecken geben. Wir möchten immer aufmerksam machen auf die ganzen Handcrafted-Produkte im Kunsthandwerk. Also mit habe ich jetzt auch vor allem heute diesen Mostfassgürtel, dass der Kunde mal sieht, wie geht es, dass aus einem alten Mostfass, Jahrgang 1900, muss man sich auch mal vorstellen, wie alt das ist, und dass dann so ein Mostfassgürtel entsteht. Also auch da möchten wir ein bisschen Einblicke geben in das Handwerk, über Videos, über Informationen und ja. Am Genussbauernhof von Anton Distelberger stehen sogleich 2 Veranstaltungen am Programm. Bei der ersten, am 20. Juli, wird es musikalisch. Johnny Leonhard Zberger spielt mit Jazz.at ein neues Programm. Cool Jazz und Auszüge aus dem American Songbook, ich freue mich schon riesig. Und man kann vorher bei uns jausen, also richtig feines Mostviertler Jausal. Es gibt Sommergetränke, es gibt auch sommerliche Desserts. Also richtig genussvoll wird das Ding immer von der Musik her, und wir versuchen auch kulinarisch das Beste zu tun. Bei der zweiten Veranstaltung am Genussbauernhof kommen die begeisterten Kinogeher auf ihre Kosten. Im Rahmen des Sommerkinos Niederösterreich zeigt der Hof den Film Birnenkuchen mit Lavendel, bei dem sich alles um alte Birnbäume und die Liebe dreht. Mindestens genauso gemütlich wird es beim Mostviertelwirt Ott werden. Bei uns gibt es ganz bestimmt was zum Sehen, und ganz super machen wir eine Bar draußen im Freien, wo wir das Kraftbier von dem Bierkanter präsentieren und verkosten natürlich. Und ganz besonders kommt unser ganz, ganz lieber Kollege der Binder von der Steinernen Birne, und der macht auch eine tolle Verkostung. Und ich habe mir noch gedacht, ein bisschen Musik gehört dazu. Ich werde nicht singen, aber es wird wer da sein, was ein bisschen entweder was streicht oder was mit einer Ziehharmonika. Einfach ein bisschen umrahmt das Ganze so, dass man sagt, man hat einen schönen, lauen Freitagabend, wo ich gut essen kann und wo das drumherum passt. Was wollen wir mehr in unserem Leben? Das ist Leben. Im September zur Kürbiszeit öffnet dann der Bio-Kürbishof Metz mit seinen über 150 Kürbissorten seine Tore. Unter vielen anderen Programmpunkten rückt man hier ein Produkt, das Kürbiskernspice, eine Alternative zur Sojasauce, in den Vordergrund. Da sieht man auch die Kreisläufe. Der Kürbispresskuchen ist ja das, was eigentlich übrig bleibt beim Kernölpressen, der bisher hauptsächlich verfüttert worden ist, weil es ein hochwertiges Eiweiß ist. Und jetzt wird wieder ein neues Lebensmittel draus gemacht, und das ist also ein schönes Beispiel für diese nachhaltigen Kreisläufe und Zusammenhänge. Eines ist also ganz klar. Die Mostviertler Produzenten haben zahlreiche schmackhafte Produktideen im Gepäck. Sie zu unterstützen, ist der Moststraße ein besonderes Anliegen. Das ist eigentlich unsere Mission, dass wir sagen, auf der einen Seite wollen wir das Traditionelle, das Urtümliche behalten und bewahren, aber dem Ganzen natürlich auch eine Zukunft geben, indem auch neue, innovative Produkte entstehen, ihnen auch eine entsprechende Bühne zu geben, sodass die Produzenten da motiviert werden, weiter in ihrer Arbeit tätig zu sein und hoffentlich noch viele sehr kreative Produkte zu finden und diese auch auf den Markt zu bringen.